Hi Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Basti Depressiva. Augenringe sind auf jeden Fall wieder am Start, wie immer. Und heute soll es um ein Thema gehen, das ich bisher noch gar nicht in einem Video besprochen habe. Nämlich um Wochenbettdepression. Die Wochenbettdepression wird auch als postnatale Depression bezeichnet und die jeweiligen Mütter können im ersten Jahr nach der Entbindung daran erkranken. In der Medizin unterscheidet man grob zwischen drei verschiedenen Typen. Einmal das postpartale Stimmungstief oder auch Baby Blues oder Heultage genannt. Das ist eine Phase, in der die jeweilige Mutter in psychischer Hinsicht besonders empfindlich ist. Das legt sich aber normalerweise innerhalb von ein paar Tagen nach der Geburt. Das zweite ist die klassische postpartale Depression. Das ist also die ganz klassische Wochenbettdepression. Die kann, wie gesagt, innerhalb des ersten Jahres nach Geburt des Kindes auftreten und dann von mehreren Wochen bis hin zu mehreren Jahren andauern. Zu den besonderen Merkmalen der Erkrankung zählen Stimmungstiefs, Hoffnungslosigkeit und soziale Abschirmung. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Suizid bzw. zu einem erweiterten Suizid kommen. Erweiterter Suizid bedeutet, dass die jeweilige Mutter erst ihr Kind und dann sich selbst umbringt. Dadurch, dass eine Wochenbettdepression sehr schleichend beginnt, wie wir es bei normalen Depressionen ja auch oft haben, ist das Problem, dass sie meistens erst sehr spät entdeckt wird. Es sind schätzungsweise 10-15% aller Mütter davon betroffen. Aber es ist auch möglich, dass Väter daran erkranken. Das geschieht dann entweder als Reaktion auf die Depression der Frau oder der Partnerin oder aber auch ganz eigenständig. Bei Müttern mit Wochenbettdepressionen lässt sich meistens ein allgemeines Desinteresse beobachten. Dieses Desinteresse kann sich zum einen auf das eigene Kind und dessen Bedürfnisse beziehen, aber auch auf die ganze Familie. Außerdem vernachlässigen sich die Betroffenen selbst sehr stark in dieser Zeit und sind auch sehr teilnahmslos gegenüber ihrem Kind. Das heißt, es gelingt ihnen nicht wirklich, da eine emotionale Bindung herzustellen. Die Nummer 3 ist die postpartale Psychose. Es ist quasi die schwerste psychische Krise, die eine Mutter nach der Geburt überhaupt haben kann. Sie tritt meistens in den ersten 6 Wochen der Entbindung auf und hat ähnliche Symptome wie die klassische Wochenbettdepression. Die Symptome sind aber zum einen viel stärker ausgeprägt und zum anderen kommen auch noch psychotische Symptome dazu. Realitätsverlust, Störung des Denkens, Verhaltens und der Affekte, Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Also ihr merkt schon, dass es hier sehr kritisch und gefährlich werden kann. Deshalb wird für diese Art der Wochenbettdepression auch ganz klar so schnell wie möglich eine stationäre Behandlung empfohlen. Zu den Ursachen von Wochenbettdepressionen muss man leider sagen, dass sie noch nicht endgültig geklärt sind. Da werden in der Wissenschaft momentan noch verschiedene Ansätze diskutiert. Es könnte mit der Hormonumstellung zusammenhängen, mit familiären Umständen oder auch mit der sozialen Situation. Also wenn die Mutter zum Beispiel finanzielle Probleme hat oder nicht genug Unterstützung durch ihren Partner erfährt, dann sind das auf jeden Fall Faktoren, die diese Art der Depression begünstigen können. Außerdem spielt es wahrscheinlich auch eine Rolle, ob die jeweilige Mutter vorher schon mal eine psychische Erkrankung hatte. Weitere Faktoren sind körperliche und geistige Erschöpfung, die natürlich durch die Pflege am Kind auftreten können, also zum Beispiel durch Schlafmangel, aber auch traumatische Erlebnisse in der eigenen Kindheit der Mutter können eine Rolle spielen, weil die natürlich durch das eigene Kind dann nochmal aktiviert werden können. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Überblick geben zu diesem Thema. Mich würde es natürlich interessieren, ob ihr schon irgendwelche Erfahrungen damit gemacht habt, ob ihr Kinder habt, ob ihr vielleicht Mütter seid, die ihr Kind zur Welt gebracht haben und dann diese Erfahrungen gemacht haben, oder ob ihr vielleicht Väter seid, die erkrankt sind oder die das halt mitgemacht haben und versucht haben, ihre Partnerin zu unterstützen. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, natürlich nur, wenn es euch nicht zu persönlich ist. Vielleicht habt ihr ja noch den ein oder anderen Tipp oder Hinweis für die Menschen, die gerade akut betroffen sind. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn es da ein paar Kommentare zu geben würde. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und informiert. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. You find that for a